Wir haben zwar das Hinspiel verloren und das war keine gute Leistung, aber wir haben seit Mitte Dezember kein Meisterschaftsspiel verloren. Das ist natürlich auch etwas, was am Ende des Tages für uns eine Wertigkeit hat, egal wie das da oder dort mal interpretiert wird. Aber wir intern in unserer Gruppierung wissen schon, dass es für die deutsche Bundesliga auch kein Selbstverständnis ist, sehr, sehr viele Spiele nicht zu verlieren. Das bedeutet auch, dass wir in der Lage sein sollten, hier in Salzburg das Spiel zu gewinnen. Logischerweise ist die Aufgabe jetzt in einem Spiel, in diesem zweiten Spiel mit dem Ergebnis davor, ungleich schwerer, als es mit dem zweiten Spiel war. Und da war schon klar, dass es kein Selbstläufer wird. Also das war uns bewusst, aber die Ausgangssituation ist natürlich die von Start weg gewesen, dass wir da als Favorit reingehen. Und natürlich sind wir morgen nicht chancenlos, das ist ja auch klar, aber es bedarf natürlich einer weit besseren Leistung.